Was ist das? Kann man damit was machen? Ist das vielleicht so wie im letzten Tomb Raider, dass man so Sachen abschießen konnte? Guck mal, ne... Keine Ahnung. Karte? Archivarkarte. Archivarkarten enthüllen die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Cool. Also nehme ich mal an, ist jetzt auf Karte markiert. Läuft. Geil. So, von wo komme ich denn eigentlich? Ich glaube, ich komme von hier hinten, ne? Habe ich schon irgendwas verpasst? Nee, sieht nicht so aus. Das ist schon mal gut. Also wir haben zumindest bisher nichts verpasst. Also ich will jetzt nicht gleich beim ersten Run irgendwie ein 100% hinmachen. Das wäre crazy und verrückt, aber man kann sich ja bemühen, zumindest gleich alles mitzunehmen, ne? Da vorne ist zum Beispiel noch ein Dokument, das werden wir uns auch gleich mal holen. Wo war das genau? Da vorne. Das hätte man aber auch so finden können, ne? Oh, und hier war auch noch was, da hat es schon vibriert. Waren das die Münzen, die neben dem Ding waren? Oh, weiß ich nicht. Kamera verdreht. Keine Übersicht mehr. Und noch ein weiteres, Mein Herr, was Sie sagen, ist Ding. Unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden. Erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Ja, dann ist ja gut. Dann wollen wir mal hoffen, sonst bist du nämlich demnächst deinen Job los. Guck mal, da vorne ist auch noch ein Dokument. Die Frage ist, wie ich da hinkomme. Das sieht nämlich aus, als gäbe es hier um die Ecke noch irgendwie einen Gang. Oh, warte mal, hier durch das Wasserteil? Komme ich da durch? Nee, ne? Komme ich denn da hoch? Oder ist das dann von oben? Also vielleicht später erreichbar. Das könnte vielleicht sein, ne? Gucken wir mal kurz, auf welcher Höhe ist es denn ungefähr? Ja, vielleicht kommt man da tatsächlich erst lang, wenn wir da oben hochgeklettert sind. Oh, Moment, ich kann tauchen. Okay, sagen wir, ich kann unter der Wasseroberfläche schwimmen. Kann ich hier was abschießen? Das da kann ich abschießen. Herausforderung abgeschlossen. Ach du Scheiße. Gibt's also auch wieder. Ich wusste es. Ja, oder sagen wir es eher, ich hab's befürchtet. Wie viel waren das jetzt? Ah nein, das ist es nicht. Münzverstecke Herausforderungen geschafft. 0 von 1. Aber wie viele Objekte für die Herausforderung gibt es? Steht das hier? Kann man das Ding hier irgendwie runterschießen? Ich gucke mir das jetzt mal wirklich von einem höheren Blickwinkel aus an. Oder erstmal nochmal ganz kurz von hier. Entschuldigung, dass ich gerade keinen Progress mache, aber ich muss auch mal Sachen erkunden. Es ist immerhin ein Tomb Raider. Wenn man da nicht lootet, dann läuft was verkehrt, ne? Aber nee, das sieht so aus, als käme ich von hier aus jetzt erstmal nicht da hoch. Dann werden wir jetzt tatsächlich mal den Weg gehen, den uns das Spiel vorschlägt. Und mal schauen, wie wir so weiterkommen. Also auf, nach oben, zu Victory und so. Zum Erfolg. Ja, das ist eindeutig eine Stachelfalle. So genannt, weil sie stachelt, wenn man fällt.
Sag mal, habe ich das jetzt nicht richtig markiert, die Münzen, oder? Verdammt, sie sind fast drin. Mein Herr, ich führe eine kleine... Okay, das war jetzt ein bisschen unpassendes Timing. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. So, wo ist jetzt hier die Münze? Das war nicht die richtige Taste. Bin verwirrt. Egal. Ja. Oh, schau mal, da komme ich. Und da ist noch ein Teil zum Abschießen. Ah, 7. 2 von 7. Okay, alles klar. Also das, glaube ich, wird jetzt so ein Ding werden, was ich jetzt nicht mache. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Denn das Leben geht weiter, auch so. Ey, es muss doch irgendwo hier sein, das Münzteil. Wieso sägt denn diese Münze, ne? Sind die da unten noch? Nee, ne? Nee, hier ist nichts mehr. Und laut Radar wäre es ja irgendwo hier so, ne? Nö. Ja, dann ist es vermutlich irgendwo weiter oben auf dem Turm. Was natürlich jetzt doof ist, weil jetzt darf ich diesen scheiß Turm nochmal hochklettern. Was jetzt nicht die Art der Arbeit ist, also. Das machen wir in 30 Sekunden. Okay, gut, wenn man in die falsche Richtung springt, braucht man 30 mehr. Da, Wasser. Aber das kriegen wir hin. Wir haben ja auch Zeit, ne? So Gräber erkunden sich ja schließlich auch nicht von selbst. Manchmal muss man auch mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Entspannen. Das Leben ist schon kurz genug. Da können wir es auch mal genießen. Klingt gut. Okay. Frage ich mich natürlich, wo es hier eigentlich weitergeht. Da ist ein Seil, da ist eine Winde. Die Winde windet. Okay, das ist wirklich nur die Winde für das Tor. Na gut, wir gehen mal hier rein. Diese verdammten Fallen. Und warte mal, hier vorne liegt auch was auf dem Boden. Können wir das per Dings auslösen? Okay, das gibt sich reichlich unbeeindruckt von unserer Waffe. Dann springen wir drüber. Hier muss man echt auf alles aufpassen. Wird das eigentlich markiert? Nee, wird's nicht. Aber ich mag ja so Fallen, denn wenn man sie tatsächlich ausweichen kann, ist das natürlich cool, ne? Das ist schon cool. So, da vorne war, hier muss irgendwo dieses Dach. Das Wasser muss steigen. Das Wasser muss steigen. Das Wasser muss steigen. Die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen. Und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal, sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Gut.
Hey, und unsere Sprachkenntnis ist jetzt erhöht. Wir können jetzt Griechisch Stufe 2 übersetzen. Was das auch immer genau bedeutet. So, da vorne ist immer noch dieses eine Geld. Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Und wenn du das meinst. Wow. Das war jetzt ein Absturz. Wo bin ich? Okay, wo bin ich? Was ist passiert? Ah, okay. Also ich schätze mal, da soll ich schnell drüber hüppen. Nicht lange umsehen und so ein Scheiß. Weil das führt nämlich nur zu Problemen. Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Hängt sie höher. Ich finde diesen Namen so schön. Hängt sie höher. Das ist totaler Schwachsinn, aber ja. So, hier gibt es ja eigentlich nichts mehr. Es ist ja natürlich total langweilig jetzt, da ich weiß, dass es hier nichts mehr gibt. Brauche ich nichts mehr erkunden. Okay, das ist ja irgendwie schon wieder schade, dass es hier immer dasselbe Prinzip des Kaputtmachens des Wassers ist, ne? Gut, aber was habe ich jetzt erreicht? Ich vermute mal, ich hüpfe hier nochmal drauf, dann steigt das Wasser nochmal. Das Teil hier springt total nach vorne panisch. Und ich kann hier hochklettern. Ha! Sehr schön, das gefällt mir. Das hat schon fast den Kompatibilitätsgrad der schwierigsten Gräber, die es im letzten Tomb Raider gab. Und mein blaues Licht ist runtergefallen. Lebe wohl, blaues Licht. Vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht auch nicht. Du bist nur ein Licht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Nein, eigentlich noch nicht. Ja, toll. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, oder was? Wer stellt eigentlich Totenköpfe hin? Oh, guck mal, wir sind jetzt auf der oberen Etage. Ist da gerade eine Textur reingeploppt? Ja, aber das ist Gold, da würde ich mir ein bisschen was einstecken. Ach, du hast ja keine Hosentaschen. Außer für unendlich viele Knicklichter. Das hast du. Und ich weiß übrigens nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich finde Lauras Gesicht, was sie hier hat, irgendwie noch gewöhnungsbedürftig. Ist leer. Nein. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin, so Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Ihr habt doch keine Vorstellung davon, wie gefährlich. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt.
Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Wie war das vorhin mit Lara macht alles kaputt? Darf ich darauf nochmal zurückkommen? Verdammt, hier waren noch Münzen und ich werde sie, glaube ich, nicht mehr erreichen. Ah, und ich bin tot. Es lief gut. Okay, gut. Scheißen wir auf die Münzen. Die hole ich irgendwann später vielleicht mal. In einem späteren Leben. Okay. Jetzt heißt es erstmal laufen. Und zwar nicht zu reich, nicht zu wenig. Denn wo Lara hingeht, folgt nur wüste Zerstörung. Nee, das ist nichts ein von den Sammelgegenständen. Nein, who cares? Oh Gott. Warum macht diese Dame eigentlich alles kaputt, wo sie hingeht? Ist ja noch schlimmer als dieser Nathan Drake. Nein, eigentlich nicht. Die nehmen sich da beide nicht viel. Eigentlich fände ich einen Spin-off zwischen den beiden echt cool. Stellt euch das mal vor, Nathan Drake zusammen mit Lara Croft. Das wäre doch der ultimative Killer. Oder danach fliegt einfach die Welt in die Luft, weil sie einfach irgendeinen Knopf drücken oder aus Versehen irgendwas machen und es fliegt einfach alles in die Luft. Ich hab doch A gedrückt. Ach Mann. Passiert. Scheiße. Nochmal. Checkpoints sind ja Gott sei Dank recht, sagen wir mal, gnädig gesetzt. So, und das war's. Ein Kreuz. Croft-Anwesen, Surrey, England. Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Da würde ich auch lachen. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht.
Das ist kein Grund, hier alles kaputt zu machen. Oh, warte. Das ist ja Lara Croft. Jonah. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Auf einmal ist er überzeugt. So ganz plötzlich. Na gut, sei es drum. So, und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal kurz festhalten, ich glaube, ich habe mich mittlerweile an Jennifer Lawrence aka Lara Croft gewöhnt. Vielleicht. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, dass Lara Croft jetzt die Synchronstimme von Jennifer Lawrence hat, aber ist egal. Und für diejenigen, die das bisher noch nicht wussten, tja, herzlichen Glückwunsch, irgendwo im Hintergrund zerbricht gerade bei euch ein Spiegel. Gut, wir müssen Schutz suchen. Aber das machen wir gleich nach der nächsten Maus, wie es so schön heißt. Von daher, bis gleich und tschüss.